Oh Mann, was für ein schöner Morgen. Oh, wie ich sehe, haben Sie mir einen Leibeigenen zur Seite gestellt. Ich frage mich, wo mein verehrter Freund, der Admiral, ist. Herr Gouverneur, wir haben eine Eildepesche erhalten. Ach, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ein neues Schiff ist im Hafen eingelaufen und an Bord ist etwas sehr Interessantes. Das müssen Sie mir unbedingt zeigen. Sehr gut, ich hole die betreffende Person sofort her. Oh, vielen Dank, ich warte in meinem Büro. Ja, er hat mir hier... Didum. Die Stadtwache hat mir einen Mann zur Verfügung gestellt, zu meiner eigenen Sicherheit. Da es hier ein paar Probleme Immer gegeben dieses hat. Gelaufe hier. Dann warten wir jetzt mal. Halt, Sie da, stehen bleiben. Ja. Sie sollen mir bitte zum Gouverneur folgen. Na gut. Wen wollte ich eh sprechen? Bin ich gespannt, was hier für ein Vogel reinkommt. Oder... Wir warten ja schon etwas länger auf die nächste Einsiedlungsflotte. Hier fehlt eine Tür. Herr Gouverneur, dürfen wir eintreten? Kommen Sie rein. Nehmen Sie bitte Platz. Ah, danke schön. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihr Name? Sir Revenant. Och, es ist sehr erfreut. Ich bin sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wie ich hörte, sind Sie mit der zweiten Einsiedlungsflotte eingetroffen. Haben Sie die Fahrt gut überstanden? Mehr schlecht als recht. Oh, also, Sie werden ja nicht zufällig hier sein. Nein, das in der Tat nicht. Erzählen Sie mal ein bisschen was von sich. Sind Sie sicher, dass wir zu dritt hier sein sollten? Haben Sie Geheimnisse? Also ich habe vor meinem Kommandanten der Stadtwache keinerlei Geheimnisse. Sprecht ihr mal in Ruhe, ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Oh, alles klar. So, jetzt erzählen Sie was von sich. Wie ich schon gesagt habe, mein Name ist Sir Revan. Ich komme aus London und bin von seiner Majestät König James her gesandt, um ihre Kolonie zu besichtigen. Zu Ich bin besichtigen. hier als Konquistadore der britischen Krone hier. Ich hoffe auf ihre Kooperation. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich auch. Oh. Da hat man sein zweites Kommando, dieser Zwischenfall damals mit den Spaniern, der hat mir alles versaut. Seitdem vertrauen sie mir nicht mehr. Es tut mir leid. Ich Ja, mache die ich... Befehle nicht. Nee, ich habe damals versehentlich ein spanisches Schiff angegriffen. Beziehungsweise es waren Piraten, aber es waren spanische Freibeuter und das ging nicht ganz so gut aus für die anderen. Ich verstehe schon. Ja, das war leider mein Problem und seitdem werde ich auf Schritt und Tritt quasi verfolgt. Also wurden sie hierher geschickt, um mich zu kontrollieren. Kann man so sagen, um sie und die Kolonie zu kontrollieren. Oh, ja. Es machen Gerüchte, dass es soll bald noch ein weiterer Herr eintreffen, der dafür sorgt, dass alles wie, also ich glaube, das ist so eine Art Gegen, also sozusagen ein Mitstreiter von ihnen. Ich habe davon gehört, dass einer eintreffen soll, der dafür sorgt, dass diese Siedlung in Besitz seiner Majestät ist und bleiben wird. Das ist meine Mission. Alles klar, dann werden Sie bald noch Verstärkung erhalten. Ja, ich wusste es doch. Nun denn, aber da wir noch sehr wenige Siedler sind, müssen Sie sich... Haben Sie sich schon beruflich orientiert? Neben meiner Arbeit als Konquistadore? Ja, na klar, weil jeder, hier muss jeder mit anpacken.
Lassen Sie mich mal bitte überlegen. Also ich möchte Sie bitten, also da Sie jetzt hier angekommen sind, was war das? Das melde ich der Krone. Hier ist irgendwas, oh Gott. Da Sie jetzt hier gerade angekommen sind, bitte ich Sie, mir mal kurz zu folgen. Natürlich. Keine Angst, die Stadtwache, die wird alles für sich behalten. Oh, Verzeihung, wir sind in den Privatgemächern des Kommandanten. Das war nicht absichtlich. So, Ach, ich kenne mich in diesem Haus immer noch nicht so gut aus. Das ist leider mein Problem, das ist nicht mein Haus. Kommen Sie bitte mit. Hier. Ah, Nebentür, alles klar. Kommandant? Ja, Sir? Ich werde kurz Sir Raven ein Grundstück zu teilen. Soll ich Sie begleiten? Na klar, können Sie gerne machen. Wenn Sie bitte mitkommen würden. Selbstverständlich. So, ich habe mir gedacht, da Sie ja im Auftrag der britischen Krone hier sind, würde ich Ihnen gerne... Davor, hier ist das. Also ich würde Sie gerne bitten, sich hier häuslich niederzulassen. Hier? Genau hier. Schönes Plätzchen hier. Ja, hier. Ich danke Ihnen. Aber denken Sie bitte daran, dass Sie nicht so groß bauen. Natürlich, natürlich. Weil hier müssen noch, wir hoffen natürlich auf noch viel mehr Siedler. Dann würde ich sagen, dann lasse ich Sie jetzt alleine. Sie richten sich häuslich ein und sobald Sie das getan haben, sprechen wir über Ihre berufliche Zukunft. Beziehungsweise wie Sie diese Stadt unterstützen können. Du? Eine Tulpe, vielen Dank. Von seiner Majestät. Oh, denn ich werde, apropos, fungieren Sie eigentlich auch als Bote? Das möchte ich jetzt nicht so in der Öffentlichkeit sagen. Nee, also wenn ich jetzt ein persönliches Schreiben an die Majestät hätte, dann würde ich mich darum kümmern. Alles klar. Sie sehen schon, wir verstehen uns. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen. Ich weiß noch nicht einmal, wo der Holzfäller ist. Beim Holzfäller gibt es ein kleines Problem. Wir müssen verhandeln. Mit dem Holzfäller, weil die Lieferung muss kommen. Wir haben hier natürlich, wir haben selber noch nicht die Möglichkeiten, Holz zu fällen, weil wir hier keine Holzfäller haben. Der Holzfäller ist bestimmt ein 3-4 Stunden Ritt entfernt. Und ich und der Kommandant machen uns gleich alleine auf den Weg, um besagten Holzfäller aufzusuchen und die Lieferung für die Stadt sicherzustellen. Ich verstehe. Dann machen wir das bitte. Sie können ja in der Zeit da vorne ein paar Bäume fällen. Aber bitte denken Sie ans Nachpflanzen. So nachhaltige Umwelt. Ja, natürlich. Alles klar. Dann bedanke ich mich bei Ihnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. So. Kommandant. Wenn Sie mir bitte folgen würden. Natürlich. Wie gefällt Ihnen der neue? Ich äußere mich dazu nicht. Oh, besser ist. Ich wusste doch. Ich wusste es. Wir werden... Ich hab's doch gestern auch gesagt. Psst! Oh, Verzeihung. Lesen Sie das. Oh, der Verwalter der Holzfäller ist eingetroffen. Der Empfänger nachher... Gouverneur sofort verständigen. Es wird um ein Treffen gebeten. Das heißt also... Wir machen uns auf den Weg zum Holzfäller. Yeah, desto besser. Na denn, aber los. Wir müssen in Ihr Haus, weil ich habe dort meine Utensilien für die Reise. Gut, dass wir ein paar Wachen mitnehmen. Ach ja. Mein Zimmer ist wohl kaum zu verkennen. Vielen Dank. So, dann nehmen wir mal mit ein Schwert, eine Rüstung,
Die kommt mit. Bogen. Pfeile. Steak. So, dann ziehen wir uns erstmal an. Ach nee, das kommt ja. Zack. Zack. Ach, ich Vollidiot. So, nein. Die Eildepesche lasse ich hier. Die Blume lasse ich hier. Und die Kekse lasse ich hier. Das Fleisch nehme ich mit. Bogen nehme ich mit. Kommandant, Kommandant. Hier unten. Haben Sie eventuell die ein oder andere Fackel für mich? Wofür benötigen Sie denn Fackeln? Oh, ich weiß nicht. Ich nehme gerne welche mit, aber nun gut, wenn Sie welche haben oder wenn Sie denken, wir benötigen keine, dann ist das in Ordnung. Uiuiuiuiui. Angezogen bin ich ja. Ist perfekt. So, wir können aufbrechen. Dann folgen Sie mir bitte. Na klar. Oh, sie scheint es ja echt eilig zu haben. Naja, je eher, desto besser wir Holz kriegen, weil wir haben doch die Werft, da haben wir uns ja gestern auch drüber unterhalten. Die Werft muss fertig werden. Und auch die Bevölkerung benötigt Holz. Oh, sie haben Pferde organisiert. Dann lassen Sie uns mal loslegen. Ja, wie gesagt. Wie Sie schon sagten, je eher, desto besser. Bei dem ganzen Gewusel von Stadtwachen, da blicke ich am Ende nicht mehr durch. Aber es ist, glaube ich, besser, wenn wir sie bitten, uns zu begleiten, oder nicht? Das stimmt. Oh, oh, oh. Komm mit, Pferdchen. Ich muss ehrlich gestehen, ich bin noch nie wirklich außerhalb gewesen. Halten Sie sich einfach an mich, dann werden Sie sich schon nicht verlaufen. Alles klar. Es wird dunkel. Erzählen Sie mir was Schönes während unserem Ritt. Oh oh, na toll, ich hätte meine Regenklamotten einpacken sollen. Natürlich, Herr Kommandant. Oh Mann, erzählen Sie mir was Schönes. Ich habe sie verloren. Morgenthal oder Fragezeichen. Ja, mein Pferd ist ein bisschen scheu. Etwa wasserscheu? Angst. Man sagt nichts, also über diese Wälder sagt man nichts Gutes. Ich habe den Bau der Straße beaufsichtigt, also bisher ist uns hier nichts aufgefallen. Auch keine Indianer? Absolut nichts. Das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn wir verschont blieben von diesem Gesindel. Oh, Wahnsinn. Und was war nochmal der Grund, warum der Holzfäller so weit weg ist? Das weiß ich nicht. Ach so, also hat er sich da einfach quasi niedergelassen. Na, wäre schön kacke, wenn er so näher dran wäre. Sind wir da? Ja, Sir. Alles klar. So. Komm her, Dolly. So. Wäre es möglich, dass die Stadtwachen hier warten? Ich denke mal schon. Dann befehlen Sie es ihnen mal. Ich glaube, sie hören nicht auf mich. Weil die müssen jetzt echt nicht alles mitkriegen. Es sind zwar gute Leute, wie ich sehe. Und die kämpfen auch gut, aber
Sie wissen ja, ne? Sehr schön. Okay, Sie bewachen jetzt die Pferde. Alles klar. Dann lass uns mal zum Holzfäller gehen. Sie haben ein wildes Pferd gefangen. Hallo? Hallo? Klopf, klopf. Nanu, wo ist er denn? Herr Holzfäller? Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Ist er vielleicht im Wald zugange? Das kann natürlich sein, aber... Nanu? Ich weiß ja nicht mal, wie er heißt. Herr Holzfäller. Ah, hier werden also die Stämme also in den Fluss geschubst. Ja. Also das ist, also jetzt ist es echt hier mehr als creepy, ne? Es regnet. Aber er scheint sich ja noch nicht eingerichtet zu haben oder so. Sicher, dass er schon hier ist? Laut Depesche. Wahnsinn. Der muss da irgendwas dran stimmen. Versuchen Sie ihn zu kontaktieren. Ich werde so lange ein kleines Geschäft erledigen. Hallo? Die Niagara fällt Hallo? Scheiß dagegen. Ich habe ihn gefunden. Hilfe! Hilfe! Na bitte. Ach! Schönen guten Tag! Guten Tag, Herr Gouverneur. Guten Tag, Herr General. Sie sind guten also Tag. Der besagte Holzfäller, ja? Ja, guten Tag. Wie ich sehe, haben Sie sich hier schön eingerichtet. Sie haben eine wunderbare Anlage. Und diese Stämme sollen eigentlich die Stämme bis in die Stadt transportieren zum Sägewerk. Aber es ist noch kein einziger Holzstamm eingetroffen. Ja, das stimmt. Ich habe jetzt die letzte Woche damit fertig gebracht, die Anlage fertig zu bauen, genauso wie meinen Unterschlupf fertig zu bauen. So, und wie Sie wissen, ist gutes Personal schwer zu finden. Und dann noch die Stämme allein mit meinem Pferd hier ranzuschleppen. Das dauert auch etwas länger, aber ich garantiere Ihnen, die Produktion nimmt bald ihren, ja, ich sag mal, ihre volle Fahrt auf. Denn nur noch ein Preis und die Anzahl der Lieferungen. Wie viel Holz können Sie der Stadt liefern? Zu was für einem Preis? Ja, das kommt drauf an, wie viel Sie möchten. Herr Kommandant? Ja, Sir? Kommen Sie mal her, bitte. Unser lieber Holzfäller fragt, wie viel Holz wir bestellen möchten. Nun, Sir, das ist Ihre Aufgabe zu planen. Naja, aber Sie können mir sicherlich sagen, wie viel noch gebraucht wird, um die Werft fertigzustellen. Einiges. Des Weiteren benötigen wir auch noch Holz für Schiffe, die geplant sind. Und wir benötigen auch Holz für die Vorräte für Reparaturarbeiten. Also ich sagen wir 30 Stacks Rohholz. Sie meinen 30 Paletten Holz. Genau. Was für eine Holzart möchten Sie? Ich habe einiges anzubetten. Unter anderem Eiche, wie Sie hier vor sich sehen. Dann habe ich auch noch Wüstenholz, also. Da ist mir der Name entfallen, verdammt. Akazienholz, ganz genau. Das ist noch etwas heller, bisschen weicher von der Verarbeitung her. Hält nicht so viel aus wie Eiche. Unter anderem hätte ich dann auch noch Fichte. Bietet sich aber eher für alte Häuser, ja, also für Häuser an. Ja, also, mir wurde gerade ins Ohr geflüstert. Dschungelholz? Ja. Benötigen wir Birke und Fichte. Alles klar, Dschungel, Birke und Fichte.
jeweils 10 Paletten. Kommt das hin, Herr Kommandant? Fürs Erste? Ich würde eher sagen, Dschungel 5, Birke 10 und Fichte 15. Alles klar. Sie notieren sich das und schreiben, auf jeden Fall. Und schreiben mir die Rechnung. Bezahlt wird bei Abholung. Alles klar, so machen wir das. Gut, also quasi, Sie schmeißen es einfach in den Fluss. Ja. Und wir kommen denn, oder entweder komme ich persönlich vorbei oder schicke einen Bediensteten, um die Rechnung zu begleichen. Alles klar. Dann bedanke ich mich für das nette Gespräch und auf gute Zusammenarbeit. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen noch einen sicheren Rückritt. Ja, in der Nacht. Aber es wird ja schon wieder hell. Ja. Schreiben Sie die Rechnung bitte hiermit. Alles klar, gut. Sobald das Holz fertig ist, melde ich mich bei Ihnen und dann kriegen Sie auch den Preis zu erfahren. Alles klar. Vielen Dank, Sir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen schönen Tag. Danke ebenso. So. Wir wieder zurück in die Stadt. Was meinen Sie? So, dann lassen Sie uns mal nach Hause reiten. Natürlich, Sir. Oh, oh, oh. Ich bin zu schön zum Sterben. Alles klar. Oh ja. Hier explodiert einfach alles und jeder. Es sagt niemand, dass die Wälder ungefährlich sind. Nein. Aber die Stadt ist soweit sicher? Natürlich, Sir. Okay, das beruhigt mich ungemein. Also, dieses Land bietet so viele Möglichkeiten zur Erschließung, das ist echt Wahnsinn. Ich möchte gleich mit Ihnen vertraulich reden. Natürlich, Sir. Sobald wir wieder in der Stadt sind. Schade, dass die Stadtwachen das Reiten nie gelernt haben. Nun, Sir, da wird noch dran gearbeitet. Eine Reitschule. Wäre doch was. Oh Mann. Was für ein Leben da. Auf jeden Fall. Wir können uns gegenseitig beglückwünschen. Die Holzlieferung ist gesichert. Ja, Sir. Okay. Sie sind so schweigsam. Sind Sie nicht zufrieden? Alles in Ordnung, Sir. Och, seien Sie doch nicht immer so förmlich. Wir kennen uns jetzt schon so lange. Wir haben so viel zusammen erlebt. Diese Förmlichkeit sollte nur in der Öffentlichkeit sein. Wenn wir privat sind, dann bestehe ich da nicht drauf. Herr Gouverneur, wir sind im Moment in der Öffentlichkeit. Okay. Dann bitte ich Sie gleich, meiner Wache vor meinen Wänden, vor meinem Arbeits- und Schlafgemach zu warten, damit wir uns persönlich unterhalten können. Natürlich, Sir. Denn ganz schutzlos möchte ich auch nicht sein. Man weiß ja nie, was hier so lauert. Wie viele Mann haben Sie eigentlich gerade unter sich? Aktuell 15 Mann. 15 Mann?
auf das tote Mannes Truhe. Alles klar. Bitte nach ihnen. Oh Mann. Sie dürfen offen sprechen, wenn Sie möchten. Worüber denn? Über unseren Aufpasser. Unseren Aufpasser? Sie meinen den Inquisitor? Ja, genau den. Ich traue ihm nicht. Ich wusste, dass sowas kommt. Erinnern Sie sich noch damals an den Vorfall mit den spanischen Freibeutern? Sie haben mir davon sehr oft erzählt. Ja, wo ich Piraten versenkt habe und das waren spanische Freibeuter. Das hätte fast einen Krieg zwischen England und Spanien ausgelöst. Und seitdem verfolgen sie mich auf Tritt und Schritt. Überall hin. Ich habe sogar schon gehört, dass noch ein zweiter kommen soll. Nun, wenn Sie möchten, werfe ich ein Auge auf die beiden. Das wäre sehr lieb und ich möchte... Also der zweite ist ja noch nicht da. Der soll jetzt mit der nächsten oder übernächsten Einsiedlungssorte eintreffen. Ich habe gehört, seine Leibspeise ist Ananas. Ist das nicht eklig? Was ist Ananas? Weiß ich auch nicht. Ich habe davon mal gehört. Die Spanier, die haben ja auch schon Kolonien. Die sind noch weiter entlegen als unsere. Da ist es ziemlich tropisch, das Klima, also ziemlich warm. Und da soll das wachsen. Ich habe von so etwas noch nie gehört. Ich hab's mal. Kennen Sie noch in London die Jolly Roger, die hier Hafenkneipe? Als könnte ich die jemals vergessen. Oh, was wir da alles erlebt haben. Nein, dort hat mir mal so ein betrunkener Seemann was von einer gewissen Ananas erzählt. Faszinierend. Oh ja, das war... Ich war aber auch voll. Also wie gesagt, bitte behalten Sie im Auge, finden Sie heraus. Ich möchte alles über ihn wissen. Und wenn der zweite kommt auch. Ich möchte wissen, was Sie vorhaben. Ich werde unauffällige Männer auf die beiden ansetzen. Ich möchte wissen, was Sie vorhaben, was Sie planen. Ich möchte wissen, wo Sie sich treffen. Und ich möchte vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber ich möchte wissen, was Sie dem König berichten. Meine Männer werden ihr Möglichstes tun. Aber so unauffällig wie möglich, das wäre auf jeden Fall echt geil. Natürlich. So, und ich habe noch einen Anschlag auf Sie vor. Hier explodiert. Genau, als ich eben mit Sir Revan hier drinnen gesessen habe, ist draußen was explodiert. Und wissen Sie, was er sagte? Ich werde es dem König melden. Na, das werden wir ja noch sehen. Also ein bisschen empfindlich, der Macker, war. Ah, es mag sein. Ja, auf jeden Fall, wenn die Holzlieferung kommt, ich weiß nicht, ist noch genug Geld übrig? Für ein Gasthaus? Nun, Holz. Ich würde schätzen, es ist durchaus im Bereich des Möglichen. Weil die Leute, die verlangen langsam nach Unterhaltung. Ich denke mal, wir könnten übergangsweise eins der Häuser, welche bereits stehen, zu einer Taverne umfunktionieren. Das klingt nach einem Plan. Vielleicht hinten. Allerdings fehlt uns noch eine Brauerei. Und ein Braumeister. Nun, ich weiß nicht, aber ich habe tatsächlich ein Gerücht über die betreffende Person, die noch ankommen soll, gehört. Ein Braumeister? Ja, das ist das, was ich gehört habe. Allerdings sind diese Informationen nicht bestätigt. Das muss die Zeit zeigen, mein Freund. Das muss natürlich die Zeit zeigen. Auf jeden Fall werde ich jetzt mich gouverneurischen Dingen widmen. Sie wissen, was Sie zu tun haben in Anbetracht der drohenden Gefahr durch Mr. Natürlich. Eber. Behalten Sie ihn im Auge und berichten Sie mir. Aber vorher stoßen wir noch auf König James an. Oh, natürlich. Vielen Dank. Zum Wohle. Zum Wohle. Auf den König. Lang lebe der König. Oh, lecker.
Sie bekommen Ihre Flasche zurück. Für eventuellen Schwarzgebrannten. Wenn Sie mal ein edles Tröpfchen haben, also ich möchte gerne probieren. Aber natürlich. So, dann werde ich jetzt, dann muss ich Sie jetzt bitten zu gehen. Ich möchte mich jetzt meiner Arbeit widmen. Natürlich, wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Vielen Dank für Ihr Besuch. Bis zum nächsten Mal. So, Freunde. Das war jetzt der Besuch beim Holzfäller. Und dieser Aufpasser, sag ich jetzt mal, der lässt mir keine Ruhe. Der lässt mir absolut keine Ruhe. Oh, Verzeihung, das ist Ihr Privatgemach. Dann würde ich sagen... Ende der Folge? Sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es heißt Minecraft Anno 1607 Roleplay.